Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und im schönen Murnau. Heute geht es um das Thema, wer bestimmt bei dir die Show, dein Ego oder dein freies Ich. Und das ist jetzt kein normales Video, sondern das ist ja ein Kursvideo aus meinem neuen Kurs Spiritualität, toxische Beziehungen und das nice geile Leben. Und den habe ich mal so als Appetithäppchen, habe einfach mal einen, ich sitze da jetzt noch lange dran, noch bis er rauskommt, am 15.12. Ja, also es wird ein Kurs sein, ich hätte aber noch mehr zu sagen, der eben für diejenigen, die auch gerne mal aufs große Ganze gucken möchten, ist auch eine Entwicklung, die ich auch gemacht habe, die ich total spannend finde, glaube ich, viele machen, die in toxischen Beziehungen waren. Ich sage ja immer, das ist ein Bewusstseinsweg. Es ist so ein bisschen so ein Sahnehäubchen, also wenn einem das nicht so liegt, braucht man nicht. Man kann auch also rein die psychologischen Tools nutzen, das geht sowieso, also das finde ich das Großartige, dass es absolut Hand in Hand geht, diese Perspektive und die psychologische Perspektive. Aber wenn man noch mal Lust hat, und ich finde das total cool, auf eine höhere Perspektive, auf vielleicht ein anderes Verständnis der ganzen Geschichten und auch, wie kann ich das jetzt nutzen? Wie kann ich das nice geile Leben da anschieben? Ja, da wollte ich einfach mal wirklich auch einen sehr gut zugänglichen, also vom thematisch zugänglichen Kurs machen, der, glaube ich, niemand überfordern wird, was das angeht. Und genau, gibt es einfach mal jetzt in der Folge ein Video dazu, weil das ein Kursvideo ist, kommt am Ende auch nicht. Wir werden das bald wiedersehen, sage ich jetzt schon mal. Wir werden es bald wiedersehen auf der Liebeschiff-Party, hoffentlich. Und da gibt es jetzt noch ein paar Resttickets und wir hinterlegen auch 10 an der Abendkasse, wollte ich auch nochmal sagen, wer da noch spontan kommen will. Ansonsten läuft bis dahin auch noch meine Frühbucherfrist für meine Ausbildung zum Liebeschiff-Coach. Die würde ab dann teurer werden, also ab dem Zeitpunkt der Liebeschiff-Party, wenn nutzt das vorher noch, wenn ihr da auch euch berufen fühlt, da mit diesem Material zu arbeiten oder das für eure eigene Vertiefung nutzen wollt. Das machen auch einige. Das geht ja dann Mitte November dann los. Und ja, für heute habe ich dann genug gequasselt. Und genau, die Leute von meinem Newsletter waren schon dran. Jetzt auch nochmal für meine Hardcore-YouTuber-Fans packe ich hier unter das Video einen Link, wo ihr für einige wenige Tage, das sind jetzt glaube ich noch 7 Tage, diesen Kurs so vorab ja, mit einem deutlichen Code euch ja, jetzt schon besorgen könnt. Und ja, bin total gespannt, für mich das auch total ist. Neuland, also innerlich nicht Neuland, aber ich beschäftige mich schon länger damit, aber ist auch irgendwo schon viele Sachen eingeflossen, aber das jetzt wirklich in so einen Kurs zu packen, ey, wow, das finde ich echt mega spannend. Okay, jetzt geht's los. Ja, jetzt in diesem Set geht es um das Thema, wer bestimmt eigentlich die Show, ne, wenn du Beziehungen führst. Ist es das Ego oder ist es dein freies Ich, nenne ich das jetzt mal. Ego ist ja offensichtlich bei ja, sehr narzisstischen Menschen ein Riesenthema. Ich denke, das ist unmittelbar klar, dass es da ums Ego geht, weil merkt man ja, wenn man die mal, wenn man irgendwas falsch stark oder die nicht auf den Podest hebt, wenn man kritisiert, dann merkt man, wie sehr es ums Ego geht, was ständig aufgeblasen werden muss und eigentlich dient der Narzisst, dient seinem Ego oder schiebt sein Ego zumindest absolut in den Vordergrund und ja, und alle auch alle anderen Menschen sollen halt diesem Ego gefälligst zur Verfügung stehen. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es ja auch beim Narzissten nicht unbedingt Trauer, sondern dann wird er wütend, ne? Wütend, weil sozusagen Tankstelle nicht mehr da ist. Weil so ein Ego muss natürlich ständig betankt werden, ne? Und dann muss man den Tankrüssel irgendwo reinstecken. Das ist immer, es braucht halt ständig Energie, gar nicht klimafreundlich, ne? Muss ständig muss es betankt werden und dafür braucht man halt andere Leute. Und weil, ja,
natürlich da immer wieder Leute gefunden werden, zumindest bis jetzt noch, kann sich auch mal ändern. Wird man ja vielen Narzissten wünschen, dass sie mal niemanden mehr finden, der sie aufbläst. Ja, also deswegen machen sie halt so weiter, bis es halt irgendwann nicht mehr geht, so, ne? Oder irgendwelche anderen. Aber das ist auch jetzt gar nicht Hauptthema dieses Steps, sondern hast du auch so ein Thema mit dem Ego? Weil, also ich habe das bei mir zumindest auch festgestellt, an meiner Historie. Man denkt ja so als Pluspol, vielleicht Mensch mit co-abhängigen Tendenzen, denkt man, ach, Ego, nein, ich wäre schön, ich hätte mehr Ego. Ja, auf eine Art stimmt das auch. Aber ist es nicht auch so, dass wir auch viel im Ego sind in diesen toxischen Beziehungen? Ne? Weil, was ich immer wieder höre, dass man dann sagt, ja, dieser Partner hat Eigenschaft XY, auf die kann ich einfach nicht verzichten. Zum Beispiel, dass bei Männern vielleicht, oder bei Frauen auch, also mein toxischer Partner sieht so extrem gut aus. Übersetzung, ich bekomme eine Statusaufwertung, in der ich mit ihm zusammen bin, das ist für mein Ego gut. Oder hat so einen hohen Status. Oder ist viel jünger, viel älter, je nachdem, was ich da mit Status verbinde, oder hat viel Geld, oder also hat irgendwelche Eigenschaften, die meinen Status erhöhen, mich gut aussehen lassen, oder anderweitig mein Ego erhöhen, und ja, habe ich da nicht auch so einen Ego-Gewinn quasi, ne? So, und das sehe ich halt in vielen toxischen Beziehungen, dass beide stark häufig im Ego sind und man sich da auch irgendwo spiegelt. Und jetzt muss ich eins mal ganz klar sagen, das Ego ist nichts Böses. Ne? Das Ego ist ein Werkzeug, genau wie unser Körper ein Werkzeug ist, ein hochentwickeltes Werkzeug, und wir brauchen das auch hier, um irgendwie zu leben. Und das, also genauso wie wir einen Körper bekommen haben, haben wir ein Ego bekommen hier, und das ist wunderbar, dürfen wir lieben, gehört irgendwie zu uns dazu, wie das alles exakt zusammenhängt, ja, wissen wir vielleicht nicht genau. Und gerade wenn man vielleicht aus einer toxischen Beziehung rauskommt und am Boden liegt und sein Krötchen wieder richten muss, dann ist man vielleicht verdammt froh, dass man auch mal auf das Ego zurückgreift und mal sagt, so, jetzt geht's mal voran. Oder auch, ja, wie uns das Ego vielleicht manchmal weiterbringt im Leben, das ist alles wunderbar. Das Problem ist nur, wenn das Ego so die Show bestimmt. Ne? Das Ego, also ist das gleiche Problem wie im inneren Kind, das haben wir schon in anderen Kursen, denke ich, viel beleuchtet, aber das ist eben auch ein Problem, wenn das Ego immer auf Platz 1 ist und die Show bestimmt. Ne? Das führt dann eben auch bei Pluspolen dazu, dass die unter Umständen sagen, nein, dieser Mensch, der sieht so gut aus und das kriege ich nicht wieder, was dann wieder Mangeldenken ist, ne? Auch nicht gut, nicht so optimal. Weil Mangeldenken zieht eben auch wieder Mangel an. Also kriege ich nicht wieder, sieht so gut aus, deswegen muss ich jetzt in dieser für mich eigentlich schädlichen Beziehung bleiben, weil auch ich mein Ego gerne nicht verletzt haben möchte, oder auch gerne die Schmerzen, die es auslöst, wenn mein Ego gekränkt ist, auch gerne vermeiden würde. Da sind wir wieder beim Thema Schmerzkörper, das ist ja so eng verwoben alles. Inneres Kind, Ego, Schmerzkörper, so sehr eng verwoben. Und ja, nehme ich mein Ego da vielleicht auch so ein bisschen zu viel auf die erste Position und komme damit in Schwierigkeiten. Das Ego ist nicht schlecht, und es ist auch nicht schlecht, das Ego mit einzubeziehen. Also ich kann jetzt keinem empfehlen, jemanden zu daten, den man überhaupt nicht attraktiv findet. Also das funktioniert einfach nicht. Ne? Und wie gesagt, das Ego ist nicht böse, das innere Kind ist nicht böse, der Körper ist nicht böse, wir haben das alles hier mitgenommen, wir dürfen es nutzen, wir dürfen uns von ihm erfreuen, wir dürfen auch sagen, Sex ist uns wichtig, was immer, ich mag auch jemanden gern angucken, gern riechen, das ist alles in Ordnung, aber ganz oben sollte, ich sage es mal bewusst, euer freies Ich sitzen und die Show bestimmen. Ich sage es mal bewusst nicht höheres Ich oder höheres Selbst, was man ja manchmal sagt, weil manche, erstmal ist das so ein sehr besetztes Wort, aber manche siedeln es eben mehr hier an, manche siedeln es an, ja, unser höheres Selbst ist gar nicht hier, ist da oben im Himmel, im Universum, whatever. Ich
halte mich da erstmal ein bisschen raus, aber es geht einfach darum, ja, also der Teil in euch, könnt auch sagen, euer freies Bewusstsein, euer Ich jenseits von Schmerz, Schmerzkörper, Ego, Körper, das sollte doch letztlich bestimmen, was hier passiert, ne? Oder ihr könnt auch sagen, eure Seele oder wie auch immer. Weil was bringt es dir, wenn deine Seele leidet oder dein freies Ich leidet und ja, dein Ego befriedigt ist und vielleicht auch dein Körper befriedigt ist, weil es vielleicht schon viel Sex gibt, aber das ist ja auch meistens nicht von Dauer. Und geht ja oft dann auch in diese Krümelbeziehung über, ja, und du deinen Schmerzkörper ständig neue Schmerzladungen reinkriegst und noch eine Verletzung. Und was bringt das so, ne? Und da muss man sich vielleicht mal überlegen, welchen Teil man denn jetzt zuarbeiten möchte, weil wenn du deinem Ego hauptsächlich zuarbeitest, auf eine vielleicht nicht so gute Weise, arbeitest du natürlich auch den Umständen dem Ego deines Partners zu. Ne? Das wird dann entsprechend gespiegelt und verlierst dann dadurch Energie, die du eben nicht kreativ nutzen kannst. Ne? Oder verschreibst du dich, dass du sagst, nee, ich möchte gern meinem höheren Ich oder meinem freien Ich zu Diensten sein, aber ist es dann nicht besser, aus toxischen Beziehungen rauszugehen, beziehungsweise sich gar nicht in die rein zu begeben, weil sehr wahrscheinlich tust du ja dann, sagen wir mal, sehr toxischen Partner einen größeren Gefallen, zu sagen, nee, so gibt es keine Beziehung mehr hier, so läuft es nicht. Gibt es ja oft eine viel größere Lernerfahrung für sein freies Ich, als wenn du drin gewesen wärst und sein Ego-System da gestützt hättest. Kann man mal drüber nachdenken. Oder? Ich finde das auch alles super schwierig. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht leicht. Ich finde auch, genauso wenig wie es leicht ist, das innere Kind so ein bisschen im Schach zu halten. Und innere Kind super wichtig, aber lässt mir ja nicht am Steuer, ne? Kinder fahren nicht. Und auch Mr. oder Mrs. Ego sollte halt nicht am Steuer sitzen. Ne? Die dürfen auf dem Beifahrersitz sitzen und die darf man auch, wie gesagt, super wichtig nehmen und lieben und lieb haben und nutzen und alles. Aber wie gesagt, euer Bewusstsein, weiß ich, sollte vielleicht auf dem Fahrersitz sein und das Ganze orchestrieren. Und wenn man dann sagt, ja, auch eine Beziehung tut irgendwo auch, ja, tut mir irgendwo auch gut, tut meiner Seele gut, stört meinen inneren Frieden nicht, dann darf man sich natürlich auch erfreuen, an, dass einem jemand optisch gefällt, dass der Sex schön ist, verbunden ist und das ist wunderbar. Ne? Wie gesagt, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wir dürfen unseren Körper genießen, vor und zurück. Aber wie gesagt, wenn die Kosten zu hoch sind, dann sollte man doch mal schauen, ob das so, ob man wirklich da dem richtigen Teil in sich und dem anderen zu diensten ist. Ja, freue mich auf Kommentare.